in der Verkehrsplanung, der Wettervorhersage oder auch der Molekularbiologie. Heutige Hochleistungscomputer reichen nicht aus, um Systeme mit einer großen Anzahl an Teilchen exakt zu berechnen. Simulationen sind dadurch in ihrer Genauigkeit beschränkt. Innsbrucker Quantenphysiker sorgen jetzt dafür, dass bislang unlösbare Aufgaben lösbar werden. Sie haben einen Quanten-Koprozessor entwickelt, der den komplexen Teil der Berechnung übernimmt. Er basiert auf einem Quantensimulator. Wenn man zum Beispiel ein Molekül beispielsweise simulieren möchte auf einem klassischen Computer und man addiert ein einzelnes Atom, dann verdoppelt sich die Anzahl der Zustände. Das nennt man ein exponentielles Wachstum der Anzahl der Zustände. Und in einem Quantensimulator ist es so, dass diese exponentielle Anzahl an Zuständen gleichzeitig verarbeitet werden kann. Ein Beispiel. Eine Lampe kann zwei Zustände haben, an und aus. Zwei Lampen können schon vier Zustände haben, zwei aus, zwei an und jeweils eine an. 20 Lampen haben bereits mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten. Für ein System, das aus 70 Teilchen besteht, braucht man schon in Größenordnung von Zettabyte an Speicherplatz. Das ist mehr Speicher, als die gesamte Menschheit zur Verfügung hat. Das heißt, ja, mit klassischen Computern, auch Supercomputer, können solche Berechnungen nicht mehr exakt lösen. Es gibt natürlich Näherungsmethoden, aber wenn man so ein System exakt betrachten möchte, dann stößt man da schon an die Grenzen. Und ein Quantencomputer oder Quantensimulator hingegen hat den Vorteil, dass er gerade dieses exponentielle Wachstum ist auch ihm zu eigen. Also er selbst hat diese Eigenschaft und deshalb eignet sich eben ganz gut, ein Quantensystem mit Hilfe eines anderen Quantensystems zu beschreiben. Die Innsbrucker Quantenphysiker der Österreichischen Akademie der Wissenschaften kombinieren klassische Computer mit Quantentechnologie. Sie nutzen einen programmierbaren Ionenfallen-Quantencomputer mit 20 Qubits als Koprozessor. Wir haben unsere Ionen in der Falle, die werden mit Laserlicht bestrahlt, um eine bestimmte Wechselwirkung zu erzeugen und einen bestimmten Zustand zu generieren. Dabei können das entweder Rotationen der einzelnen Qubits sein oder Gesamtverschränkung. Und der Zustand wird dann ausgemessen und die Messergebnisse werden zurückgefüttert an den klassischen Computer. Dieser wertet sie dann aus und teilt dem Quantencomputer, dem Quantensimulator dann mit, welchen Zustand er als nächstes produzieren soll. In der analogen Quantensimulation, da ist es so, dass man das System, das man simulieren will, muss man wirklich bauen im Labor. Und in dieser Methode ist es so, dass man den Quantensimulator einfach nur dazu verwendet, um gewisse Zustände zu erzeugen. Und der klassische Computer optimiert diese Zustände hin zu einem gewissen Ziel. Also man bekommt die beste Antwort für die gegebenen Ressourcen, die man im Labor vorliegen hat, und kann dadurch viel kompliziertere Systeme simulieren. Und das ist das, was in diesem Projekt gemacht worden ist. Quantenbits können im Unterschied zu normalen Bits mehr als zwei Zustände einnehmen. Neben 0 und 1 geht auch quasi alles dazwischen. Und das macht sie für Berechnungen sehr interessant. Der Quantensimulator generiert einen Zustand, der eine sogenannte Superposition ist, aus allen diesen Bit-Zuständen, die existieren. Und in diesen, weil sich dieses System quantenmechanisch verhält, ist diese Superposition automatisch vorhanden. In einem klassischen Computer müsste man alle diese Zustände speichern. Ob das, was der Quantensimulator liefert, auch Sinn macht, kann mit Hilfe klassischer Computer bei 20 Qubits gerade noch überprüft werden. Mehr geht mit heutiger Rechenleistung kaum. Wichtig ist daher, dass sich das Quantensystem selbst überprüfen kann. Und genau diese Selbstverifikation ist den Innsbrucker Forschern erstmals gelungen. Damit dieser Quantencomputer funktioniert, muss man alles von der Umgebung isolieren. Das Ganze ist in einem Hochvakuum und so weiter und es können recht einfach Fehler passieren. Wenn es jetzt so ist, dass dieser Quantensimulator in einem Regime arbeitet, wo man mit einem klassischen Computer nichts mehr machen kann, also dann kann man mit einem klassischen Computer die Rechnung nicht mehr überprüfen. Momentan können wir das noch tun, aber in Zukunft wird das nicht mehr können. Und dann ist es wichtig zu wissen, ist die Rechnung richtig? Man braucht irgendeine Methode zu verifizieren. Und in diesem Projekt, was wir demonstriert haben auf einem relativ kleinen System, aber es ist trotzdem die allererste Demonstration einer solchen Verifikation, wir waren wirklich in der Lage,
diese Rechnung auf der Quantenplattform selbst zu verifizieren, ohne dass man den Prozess auf einem klassischen Computer simulieren muss. Ein Erfolg, der auch auf der intensiven Zusammenarbeit von Experiment und Theorie am Quantenstandort Innsbruck basiert. Und die Wissenschaftler haben auch bereits ein nächstes Ziel. Sie arbeiten an einem Quantencomputer mit 50 Qubits.